Da rein. Ich habe keine fucking 2 Lockpicks mehr. Scheiße. Kann ich Lockpicks kaufen? Ja. Okay, jetzt habe ich welche. Aber ich habe auch noch sau viel Geld irgendwie in Bioshock Infinite übrig. Okay. 4000 Dollar oder so habe ich noch. Ja, in Bioshock Infinite ist es doch richtig einfach, Geld zu bekommen und Geld Ja. zu finden. In den DLCs ist es gar nicht mal so einfach, finde Nicht? ich. Okay. Nee. Boah, was wir Also. jetzt für einen langen Tunnel fahren, liebe Zuschauer. Abnormal, wir sind glaube ich so gerade, wir fahren gerade durch die Schweiz durch, da ist es normal, dass da viele Tunnel sind. Schluchtenscheiße. La la la, so in den Aufzug jetzt rein. So, unser Kollege ist so langsam müde. Wir sollten uns mal eine Tankstelle suchen, wo wir schlafen können. Der hat jetzt schon gegähnt. In einer Stunde und 36 Minuten müssen wir Pause machen. Das heißt, die nächste Tankstelle gehört uns. Da würde ich sagen, tanken wir nochmal voll, weil da ist der Sprit günstig, denke ich mal. Hoffe ich mal, oder? 90 dürfen wir, nee, 80 dürfen wir hier noch fahren, okay. Oh, ah ne, wir können hier bleiben, okay. Sehr schön. Laut unserem Ding müssen wir aber gar nicht tanken, weil wir noch 1000 Kilometer knapp kommen mit dem Benzin. Ach, scheiß drauf. Wir tanken einfach voll. So, da vorne ist der nächste Schlafplatz. Den nehmen wir. Scheiß auf eine Tankstelle, da ist ein Schlafplatz. So, Parkplatz. Da wollen wir hin. Boah, ohne Scheiß, ich habe richtig Bock auf Bioshock 1. Das ist so, weiß ich Ja, nicht. spiel doch. Ja, ich hab das ja nicht. Ach Ich so. glaube, ich hole mir das heute. Das hat so ein Nostalgie-Flair irgendwie. Ich Ja. weiß auch nicht. So, dann schlafen wir mal eine Runde. So, Jetzt Einkommen mega vom LJ. entspannt, ich brauche euch irgendwie gar nicht, keine Ahnung, zu erschrecken oder so. Das ist alles ganz normal. Jetzt haben wir Einkommen vom Können wir LJ aber bald bekommen. spielen. 820 Euro oder Dollar. Ne, Euro. Euro sind ja im Spiel. Sehr schön, LJ. Letztens hat er uns. Wow. Letztens hat er uns Verluste eingebracht, der LJ, Alter. Der muss jetzt mal wieder ein Gefing Der ist einbringen. gerade hochgesprungen, obwohl er schon tot war. So, wie gesagt, guckt euch die schöne Aussicht an. Hier kreuzen schöne Adler oben. Wir sind in der Schweiz, schöne Alpen. Boah, wie Und hier schön, alles Alter. besuchen. Komm back! Nein, ich komme nicht back. Huch, scheiße. Face to face. Ja, ich habe auch Work to do. Ja, wir müssen wieder Licht anmachen. Ich könnte wohl mal wieder Bootsfunde benutzen. Die Shotgun. Hörst du mich eigentlich gut? Ja, ich höre dich gut. Na gut, weil das Mikro steht mega weit von mir weg. Ich höre dich prima. Gut. So, wo muss ich jetzt lang? Darunter. Guckt euch diese schöne Aussicht an, ne? Ich könnt durchdrehen, Alter. Schöne Alpen. Und kotzen, ne? Scherz. So, 102 Kilometer sind wir in der ausgebrannten Eisdiele. Ne, explodierten Eisdiele. Scheiße, das hat nicht geklappt. Wir fahren hier nur durch Tunnel, Alter. Dann kommen manchmal schöne Berge mit Brücken. Oh, die Schweiz, hey, das ist schon schön. Oh, wo ist denn der Typ? Wo muss ich jetzt hin vor allen Dingen? Mit? Und der Kredit wurde gerade bezahlt. So.
8.676 die Gesamtsumme wurde bezahlt. Jetzt wollte ich eigentlich mal kurz gucken bei der Bank. Bezahlen wir dann immer beide Kredite gleichzeitig? Ja. Nein. Doch. So, guck mal, jetzt hier schöne Schiffe. Wunderschön. Der Puff gemacht. Hier kreisen wieder Adler. Oder irgendwelche Vögel, können auch Raben sein, Alter. Und wir fahren jetzt von der Schweiz nach Italien. Wir sind jetzt gleich an der Grenze. Wir hätten auch noch an der Grenze schlafen können. So weit hätten wir auch noch fahren können. Egal. Egal. Where is the ace in the hole? Mike? Ja. Wo ist das Ass im Ärmel? Bei mir in der linken, im linken Ärmel. So, da vorne ist eine Tanke. Ich könnte wohl noch ein paar Lockpicks gebrauchen, muss ich sagen. Kauf dir doch. Ich habe hier aber gerade keinen Automaten, wo ich die kaufen kann. Doch, da habe ich einen gehört. Aber was ich mir irgendwie ein bisschen verräterisch finde, die Verkaufsautomaten stehen ja immer kurz vorm Gefecht. Ist es dir mal aufgefallen in der Geschichte? Nee, ist mir irgendwie nicht aufgefallen. Also irgendwie immer vorm großen Gefecht oder irgendwie immer vorm großen Kampf stehen irgendwie Verkaufsautomaten, bevor du irgendwie in die nächste Tür reingehst. Davor stehen die meisten. Echt? Ja, immer. Das ist scheiße. Egal. Ich hab die alle getötet, die ganzen Leute, deswegen hat der Alarm jetzt auch nichts gebracht. So. Oh, jetzt riecht die Mikrowelle, stimmt. Mikrowelle! Alles klar. So, lasse ich das Teil runter. This is gonna be noisy. Noisy. So, Maut von 7 Euro bezahlt, ist aber günstig, ey. Wohl eigentlich nicht. Wow. Oh mein Gott. Bin ich gerade abgekackt, Alter. Oh wow. Bin ich erschrocken, ey. Oh mein Gott, ich bin erschrocken. Ach du Scheiße, oh mein Herz. Alter, die Zuschauer kriegen Herzinfarkt, wenn du schreist, Alter. Wow. Aber die Mikrowelle ist einfach der Wahnsinn, weißt du das? Was für eine Mikrowelle? Das ist eine neue Waffe, die kriegst du im ersten DLC schon und im zweiten DLC kriegt Elizabeth die auch. Das ist die geilste Waffe ever. Mikrowelle. Die verbraucht zwar sau viel Munition, aber es ist einfach der Wahnsinn. So, da vorne ist das Ziel, nämlich Milano, noch 20 Kilometer. Verona geht's geradeaus. Hast du eigentlich einen zweiten Namen? Ich? Ja. Warum stellst du diese Frage? Weil es mir mal in den Sinn gekommen ist, früher, ob das jetzt wieder modern wird, diese alten Namen oder zweiten Namen generell. Hey, nee, ich habe keinen zweiten Namen. Warum? Ich auch nicht, ich hab auch. Nee, weil, hab ich dir doch gerade erklärt, warum? Ich weiß. Hä, warum? Oh ja. Spannend, spannend. Nein, nein, nein! Och nein! Habe ich jetzt an der Frachtschaden gemacht? Ja, wahrscheinlich bei beidem wieder, ne? Hey. Got it. So, mir fehlen jetzt noch 5 Dinger. Jetzt sind die noch Tonbandspuren und dann bin ich. Dann habe ich die ganze Geschichte, aber wo soll ich die finden? Ich nehme jetzt mal eben wieder die Schrotflinte. Ja,
So, wir sind in Milano. Bist du dir eigentlich zur Sache, weil ich hatte sie. Nein, nein. So. War da irgendwas drin? Jetzt geht zurück, ja, muss ich, okay. So. Nee, Ich dachte gerade, ist der weg, der sagt gar nichts mehr. nee, ich habe mich hier gerade konzentriert. Wo muss ich denn jetzt hier hin? Ach, da muss ich hin, okay. So, 850 Kilometer gefahren, 20 Stunden und 10 Minuten hat das Ganze gedauert. 362,2 Liter verbraucht, 28.141 Euro verdient und 1.360 EP zu bekommen und wir sind Level 15. Profi, oh, Profi, oh. So, dann wollte ich mal sagen, Just-in-Time-Lieferung, was ist das? Nee. Dringende Lieferung freigeschaltet. 6. Vergütung, Anstieg um 3%. Nee, dann machen wir Just-in-Time-Lieferung anwenden. Eine zerbrechliche Fracht, was laber ich da? Da booste mir das mo. Oh, ich liebe dieses Spiel einfach. Und ich muss sagen, Elizabeth ist echt schon so eine Art Vorbild geworden für manche Frauen. Oder sollte sie zumindest sein. Sollte echt mehr Frauen geben, die so tough drauf sind wie sie. Und anständig. Ja. Habe ich die gerade alle drei mit einem Schuss gekillt? Geht doch gar nicht. Doch. Navi auf Werkstatt einstellen. Ich finde das so behindert, dass manche einfach Kisten auf dem Kopf haben. Kisten. Warum die Kisten auf dem Kopf? Können doch gar nichts sehen dann. Oh, da bin ich über Rotbeiner gefahren. Oh. Hier war ich schon. Habe ich hier doch genau irgendwas vergessen? Ich bin schon fertig mit dir. Alter, ich habe gar keine Munition mehr. Scheiße. Scheiße, Mama. So, erstmal für den Splicer wegrennen. Oh, Scheiße. Da. Feiert man bei euch eigentlich Ostern groß in der Familie oder eher nicht so? Hallo? Feiert man bei euch in der Familie Ostern groß oder eher nicht so? Sorry, ich habe gerade dem Typ zugehört. Ja, was heißt groß? Also, mit meiner kleinen Schwester machen wir halt morgen dann Ostereier suchen und so. Und dann gehen wir, denke ich mal, noch zu meiner Oma. Und Ostermontag gehen wir, denke ich, auch noch irgendwo hin. Einfach, das ist halt so ein Familiending. Also, es ist Ja, nicht so klar. groß wie Weihnachten oder so, aber ich denke, man, so zum Kaffee und Kuchen essen geht man halt dahin und so halt, ne? Und bei euch? Ja, bei uns ist es nicht so groß. Die kleinen Neffen und Kinder, also meine Oma, ihre Urenkel kriegen wir halt ein paar Ostereier, können im Garten ein paar Sachen suchen. Ja. Aber so groß feiern ist es bei uns eigentlich nicht. Lisa kackt ab. Jetzt müssen die mich hier alle, jetzt müssen die alle erschießen.
Scheiße. Bei dem DLC, ne, da ist so einer ganz vorne, wenn du bei Atlas Dingens da reingehst. Ja. Da ist so einer, der lässt dich dann da rein. Und ich wollte jetzt gucken, ob man den irgendwie erschießen kann. Man kann das einfach wirklich. Na ja, läuft doch. Boah, hier geht's nach Belgien, Alter, mit einem Belüftungsrohr. Den nehme ich an. Gott, ich bin so dumm, warum hab ich's getan? Ja. War das? Warum habe ich das getan? Du wolltest es ausprobieren. Ja, warum hat es auch noch geklappt? So, jetzt habe ich Oldman Winter. Das ist die geilste Fähigkeit ever. Finde ich irgendwo noch so ein Teil? Bin ich irgendwo noch so? Also? Oh, hab voll Bock auf Kekse gerade. Ich hab voll gerade Lust auf so eine Instant-Suppe, Alter. Die sind echt lecker. Ja, Mann, Alter. Weißt du, was das Behinderte ist, oder das Witzige, besser gesagt? Hä? Meine Eltern sind beide Köche und ich stehe total auf diese Fertigsachen. Ja? Geil. So Dosen, Ravioli und Dosen. Ja, Mann, Alter. Mega lecker. Oh, so eine Instant-Suppe, Alter, so nach einem Alkoholexzess, die tut schon irgendwie gut, Alter. So, jetzt fahren wir wieder 820 Kilometer zurück. Von Milano aus nach Belgien. Warte, das ist gerade ziemlich laut. Wer, ich? Nee, diese Ansage von Atlas. Ach so. Noch so brutale Musik dahinter. Alter. Boah, das sind aber auch echt lange Lüftungsrohre, Alter. Der Typ ist ein bisschen verrückt. Ja, wieso keinen Verkauf? Ich hab doch eine Schrotflinte dabei. So, jetzt doch. Oder habe ich einfach nicht mehr genug Geld? Amerika. Oh Gott, sterbe. Wir können auf der Spur bleiben. Ey, wenn ich jetzt weiter aufnehme, wird meine Festplatte so langsam voller. Ich habe 2 Folgen Minecraft, dann muss ich noch 3 Folgen rendern, die noch von gestern übrig geblieben sind. Alter. War hier nicht gerade eben noch so ein Teil? Ich glaube, ich muss da auch noch wieder gegen Andrew Ryan kämpfen, also gegen Andrew Ryans Schergen. Alter, ich spoilere die ganzen Leute zu dir zu gucken. Ja, und? Da ist noch was. Ich glaube, ich hole mir heute eine 30 Euro Paysafe-Karte, dann hole ich mir dieses Bundle Bioshock 1 und 2 und hole mir noch SimCity. Mach das. Dann hole ich mal diesen Season Pass nächstes Mal. Ah, oh, okay, das würde ich jetzt nicht machen.
Ja, letztendlich kaufe ich mir den so oder so. So. Verstehe, jetzt muss ich jetzt zurück zu der Testmaschine. Oh, das ist der geilste DLC, den ich je gespielt habe. Ich glaube, Bioshock kann im Shot auch noch mal ein bisschen auf heute Mittag. Du hast mich wieder drauf gebracht. Du hast mir wieder Lust gemacht, Bioshock aufzunehmen. Dann mach's jetzt. Nein, Kannst du jetzt nicht. sagen, ja, sie spielt gerade auch Bioshock im Hintergrund? Ich muss gleich mal auf, weil wir haben schon 12:30 Uhr, ey. Na und? Ich muss noch mal ein Bett machen. Ja, wenn meine Freundin kommt, muss es ordentlich sein. So, jetzt geht's ab nach Columbia. Oh yeah, diese Stadt. And girls, they wanna have fun. Und ich glaube, ich mache mir da noch eine Instant-Suppe, Alter. Lecker. Boah, ich habe so Lust gerade drauf, ey. Mir kackt man ab, ey. Ah, da vorne ist ein Schlafplatz, da mache ich jetzt mal kurz Rast, weil der Part zu Ende ist. Jetzt sind wir auf der First Lady. So, liebe Zuschauer, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn es wieder als Let's Play Earthworm Simulator 2. Macht's gut. Tschüss. Ciao, aber Spätzle.